Tag allerseits. Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von KSB Live Talk. Heute habe ich da neben mir den Lukas Hevermehl. Wir haben das vorher besprochen. Wir haben hier eine massive Plexiglas-Abschranke. Genau. Und darum erlauben wir jetzt uns trotz Corona das Gespräch ohne Maske zu führen. Ja, warum ich? Mein Name ist Stefan W. Ich arbeite in der Kommunikation vom Kantonsspital Baden. Normalerweise ist Fabienne Curtis an meiner Stelle da und moderiert einmal als Ablösung. Und zwar darum, weil wir ein Thema haben, das ein typisches Männerthema ist. Wir reden über Prostatavorsorge. Neben mir der Lukas Hevermehl. Er ist leitender Arzt in der Urologie. Und ich wäre froh, wenn du zwei, drei Sachen zu dir selber sagen könntest und vor allem auch, was dich mit dem KSB verbindet. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und das spannende Thema, das wir hoffentlich heute ein bisschen besprechen können. Mein Name ist Lukas Hevermehl, ich bin leitender Arzt auf der Urologie hier im Kantonsspital Baden, designierter Chefarzt. Ich bin schon relativ lang hier in Baden tätig, bin kurzzeitig oder nach einem Jahr in München an der Uniklinik. Habe dort meine operative Tätigkeit noch ein bisschen. Wunderbar, danke vielmals. Wie gesagt, wir reden über Prostatavorsorge. Warum ich da bin, eben einerseits bin ich ein Mann, auf der anderen Seite sieht man, dass ich so langsam aber sicher graue Haare bekomme. Ich bin 60, ich gebe es gerade zu an dieser Stelle. In diesem Zusammenhang einfach meine Frage, bin ich jetzt ein Risikopatient, weil ich eben über 60 bin? Ja, also Risikopatient ist also ein Wort, das jetzt in der Corona-Zeit sehr viel braucht, aber tatsächlich ist es so, dass man bei Leuten ab 50 eigentlich empfiehlt, regelmäßige Prostata, kann sogar mal früher sein, wenn in der Familie gehäuft Prostatakrebs auftaucht, zum Beispiel vielleicht der Vater oder der Grossvater schon einen Prostatakrebs hatte, dann lohnt es sich vielleicht schon mal eine Vorsorgeuntersuchung ab 45 mal zu machen. Wie muss man sich denn so eine Vorsorgeuntersuchung vor, ganz grob gesagt, ab, wenn man jetzt einfach das erste Mal in so eine Sprechstunde kommt? Ja, also leider sagt man das den Leuten nicht an. Ja. Was man macht ist, man geht zum Hausarzt oder man geht auch direkt zum Urolog. Das ist möglich. Wichtig sind eigentlich zwei Sachen in der Vorsorgeuntersuchung. Erstens würde man eine Blutentnahme machen, aber spezifische Antigen, wo man im Blut kann bestimmen und je nach Wert dann gewisse Hinweise geben kann. Und der andere wichtige und eigentlich einfache Test ist die Tastuntersuchung von der Prostata mit dem Finger. Darf ich da gerade schön nachhaken? Das tönt so ein bisschen dramatisch, es ist nicht jedermanns Sache. Noch etwas, was du findest, gibt einen guten Hinweis, falls es Probleme gibt. Absolut. Also erstens ist es eine extrem einfache Untersuchung. Sie kostet nichts und ist auch schnell gemacht. Und eigentlich im Gegensatz zu der Volksmeinung, dass das irgendwie etwas ganz Schlimmes und Schmerzhaftes soll sein, ist es in der Regel eigentlich nicht. Die meisten Leute kommen aber mit gewissen Ängsten und ein bisschen Sorgen. Also den Leuten ist es peinlich, dass man so eine Untersuchung muss machen muss. Das ist aber überhaupt nicht so. Man macht ganz, ganz wichtige Hinweise von der Prostata herausfinden. Sachen, die vielleicht sehr ergänzend sind zu einem einfachen Labortest. Zum Beispiel, wenn man mal feststellt, dass die Prostata deutlich vergrößert ist, ist das ein Hinweis auf eine sogenannte gutartige Prostatavergrößerung. Wenn die Prostata jetzt außergewöhnlich schmerzhaft ist bei der Tastuntersuchung, dann kann das hinweisen sie auf eine Entzündung von der Prostata. Und das relativiert dann vielleicht wieder einen erhöhten Wert im Blut. Und wenn man zum Beispiel Verhärtungen spürt innerhalb von der Prostata, kann das mal hinweisen sie auf einen Prostatakrebs. So, dass man vielleicht auch bei einem Normalwert, Laborwert sogar, würde eine weitere Untersuchung empfehlen. Gut, aber
das sind jetzt, sagen wir, Sachen, wo man schon Beschwerden hat, wo man dann kommt. Macht Sinn, wenn man jetzt einfach, also ich bin jetzt Gott sei Dank das Gefühl beschwerdefrei, oder? Macht es trotzdem Sinn? Und ich habe noch eine Frage zu dem PSA-Test, den du erwähnt hast. Der steht ja in Diskussion, ob man das wirklich machen soll. Ich bin wirklich schon vor ewig, vor über 10 Jahren mal beim Hausarzt gewesen, und dann hat er gesagt, ja, bitte Sie nicht mal so einen PSA-Test zu machen, auch damals 50, oder? Und ich habe dann auch vorher auch schon gehört, dass das irgendwie, ja, man ist nicht so sicher, ob man das soll, ob man fast mehr Ängste auslöst oder nicht. Was empfiehlst du im Zusammenhang mit diesen PSA-Tests? Ich habe es dann nicht gemacht dort, ja. Ja, also tatsächlich ist es sehr eine grosse Diskussion, aber schon gewisse Polemik dabei bei dieser Diskussion. Man muss sagen, dass der Prostatawert leider nicht jetzt ein wahnsinnig guter Wert ist, aber es ist der absolut einzige, den wir haben. Das heisst, es gibt keinen anderen gleichwertigen Test, der uns frühzeitig etwas aussagen kann über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von einem Prostatakrebs. Darum, wenn man das möchte, frühzeitig wissen, und das ist sicher sinnvoll, dann geht eigentlich nichts über den Test raus. Man muss aber, ganz wichtig ist, dass man nicht einfach den Test als wahre Münze nimmt, sondern dass man es eben in Relation stellt mit einer gewissen anderen Erkrankung. Zum Beispiel, wenn man feststellt, ja, es könnte eine gewisse Entzündung da sein. Oder die Prostata ist im Sinne von einer Gutartung vergrößert, dann kann der Wert auch erhöht sein, ohne dass man jetzt gerade Angst haben muss, dass der Krebs da ist. So ist das auch nicht unbedingt in jedem Fall nötig, einen erhöhten Prostata. Das ist mal wichtig. Und in diesem Zusammenhang muss man sagen, dass man früher, vielleicht noch vor 20 Jahren oder mehr, fast jeden Prostatakrebs dann auch quasi intensiv behandelt hat. Mhm. Ganz viele von diesen Leuten haben Operationen bekommen, und da ist man heute viel, viel, viel zurückgehalten. Aber jetzt sieht es der Fall, du kommst jetzt bei so einer Vorsorgeuntersuchung zum Schluss, ob sie da könnte etwas doch nicht ganz in Ordnung sein. Wie geht es denn nachher weiter? Muss man da irgendwie eine Biopsie nehmen, also das Gewebsprobe rausnehmen? Oder wie tut man die erste Diagnose quasi eingrenzen und was heisst das für den Patienten? Ich meine, schon nur, wenn der Arzt den Verdacht äußert, das könnte etwas sein, dann schlaft man wahrscheinlich 2-3 Mal schlecht, oder? Und wie geht man mit dem um? Das ist so ein bisschen die Frage. Also wenn sich in der Sprechstunde mit dem Tasten und mit dem Blutwert herausstellt, dass eine weitere Abklärung nötig ist, dann wäre der erste Schritt mal eine MRI zu machen von der Prostata, das heisst eine Röhrenuntersuchung, wie eine Tomografie, die vielleicht Hinweise könnte liefern für einen Prostatakrebs. Anhand von diesen MRI-Untersuchungen können wir dann sehr gezielte Gewebsproben machen aus der Prostata. Das heisst, früher hat man das quasi so ein per Zufallsprinzip ein paar Stellen biopsiert, also Gewebsprobe. Und heute macht man das also sehr gezielt anhand von den Bilddaten, die man hat. Mhm. Was heisst jetzt das aber konkret? Ist das sehr unterschiedlich, was man dann nachher veranlasst? Oder gibt es einfach einen Standard, wo man sagt, jawohl, das ist entsprechend gefährlich und man muss da jetzt richtig stark intervenieren? Also der Untersuchungsablauf ist eigentlich sehr standardisiert, das kann man sagen. Also die Kaskade von Blutentnahme und Tastuntersuchung, dann weiter MRI und Gewebsprobe, das ist sehr standardisiert bei uns. Und dann kommt quasi der Befund zurück, also die Diagnose, ist Krebs vorhanden, ja, nein. Und dann führen wir, wenn man feststellt, es ist kein Krebs, sind wir natürlich alle froh. Wenn man feststellt, dass der Krebs vorhanden ist, dann ist es ganz wichtig, dass man so viel Zeit nimmt mit den Patienten und alle möglichen Optionen dann in Ruhe bespricht. Du sprichst jetzt gerade an, es braucht Zeit, um das zu verdauen, es braucht Zeit, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Das kommen ja auch Ängste auf, dann, oder? Bin ich nachher noch potent? Habe ich sonst irgendwelche Probleme mit Erektion? Kann man das schon zum Voraus abschätzen? Oder ist das nachher so ein bisschen halt Schicksal, sagen wir jetzt mal? Ja, also das ist eines der Themen, oder? Man muss dann quasi Therapiestrafen
Ergebnis erstens, aber auch nach dem Befund und dem schweren Grad eigentlich vom Tumor. Also wenn man schlussendlich feststellt, dass jemand einen sehr aggressiven Tumor hat, vielleicht eine grosse Tumorlenkung bezüglich der Priorisierung zum Beispiel von der Potenz. Wenn immer möglich, probiert man natürlich organerhaltend zu therapieren und gleichzeitig auch möglichst schonend. Es gibt also Strategien bei sehr, sehr kleinen und wenig aggressiven Tumoren, dass man nicht eine aktive Therapie macht, sondern dass man eine sogenannte aktive Überwachung macht und die Leute einfach regelmässig kontrolliert. Und dann eigentlich erst einschreitet, falls man in diesen Kontrollen feststellt, dass der Tumor grösser geworden ist oder aggressiver geworden ist. Und dann kommen nachher die aktiven Therapiemöglichkeiten zum Zug. Was sind die aktiven Sachen? Ich habe da Stichwort gemacht, nach HIFU oder Da Vinci-Operationen. Könntest du zu diesen Begrifflichkeiten vielleicht noch schnell etwas sagen? Überwachte oder aktive Überwachung, das hast du jetzt bereits betont. Ja. Ist sicher das, wo, wenn das möglich ist, noch vielleicht auch ja Perspektiven gibt, dass man da eigentlich gut überwacht ist, aber trotzdem nicht gerade direkt muss irgendetwas unternehmen. Ganz genau. Das Pendant dazu ist eigentlich die Operation von der Prostata. Das ist eigentlich so die Standardtherapie bei einem Prostatakarzinom. Wir machen das hier mit dem sogenannten Da Vinci-Roboter. Das ist einfach ein Operationstool, das uns erlaubt, sehr genau und präzise zu arbeiten und gleichzeitig minimalinvasiv zu sein. Das heisst, dass man mit ganz feinen, kleinen Schnitten in den Bauchraum geht und dann die Operation macht. Die Operation schlussendlich ist eigentlich die komplette Entfernung von der Prostata und dann quasi die Wiedervereinigung von Blasen und Harnröhren, ganz einfach gesagt. Dann die HIFU-Therapie, das ist das, was du noch angesprochen hast. Das ist so etwas Neuartigeres. Das ist in der Schweiz relativ neu. Wir machen das jetzt hier seit 3-4 Jahren. International ist es aber etwas, was man schon länger kennt. Also unsere Partnergruppe in London, die machen das seit über 10 Jahren sehr erfolgreich. Da ist es ganz wichtig, dass man die korrekten Patienten dafür auswählt. Und es kommen eigentlich nur relativ wenige Leute dann auch schlussendlich in Frage. Das kann man machen bei nur mittelgradig aggressiven Tumoren, bei Tumoren, die eher klein sind und gut lokalisierbar. Und die Idee ist, dass man eigentlich mit einem therapeutischen Ultraschall, das heisst, normalerweise braucht man Ultraschall zum Sehen, und da braucht man einfach die gleiche Art Energiequelle, aber mit einer viel höheren Dosierung. Und dann entsteht Wärme. Und man kann dann Wärme transportieren auf einen Punkt, so dass man quasi punktförmig innerhalb von der Prostata Anteile von der Prostata kann veröden und so die Areale, die Krebs haben, zu zerstören. Ohne dass man den Rest von der Prostata eigentlich therapiert. Der Vorteil von so einer Art Operation ist, dass man sehr schonend, es braucht nur eine kurze Narkose, meistens bleiben die Leute nur eine Nacht im Spital. Und die Nebenwirkungen, die man kennt bei anderen Therapiearten, wie der Operation, bei der Bestrahlung, die sind bedeutend weniger, vor allem hinsichtlich Kontinenz und Potenz. Mhm. Also wenn ich das kurz zusammenfasse, sehe ich, dass es viele verschiedene Therapieansätze gibt, vom Überwachen bis zu halt operativen Entfernungen. Jetzt so ein bisschen eine naive Laienfrage vielleicht noch zwischendrin einmal. Wegschneiden heisst, es fehlt nachher irgendetwas. Muss man da dann irgendwie ein Medikament nehmen, das irgendetwas ersetzt? Nein, das muss man nicht. Aber es ist eine gute Frage, oder? Es fehlt einem das Organ. Was fehlt mir denn eigentlich? Oder? Bei Leuten, die einen Kinderwunsch haben, ist natürlich Prostata sehr wichtig, weil die produziert einen bedeutenden Anteil von der Spermaflüssigkeit, vom Ejakulat. Und dort gehen auch die ganzen Samenleiter usw. So durch. Das ist etwas, was man natürlich wissen muss.
Gleichzeitig macht man meistens so Operationen eher bei Leuten, wo der Kinderwunsch schon abgeschlossen ist, sodass es weniger Einfluss hat. Das heisst, man hat dann nicht mehr das Ejakulat, also kein Sperma mehr, aber Orgasmusfähigkeit ist weiterhin möglich. Gut. Jetzt vielleicht noch ein anderes kleines Thema. Wenn ich auf Pissoirs gehe, wenn ich irgendwo auf einer Autobahn rasteht, dann begegne ich da plötzlich einem Plakat und dort drauf ist irgendwie eine Spritzkanne mit einem abgeknickten Auslauf und so quasi, wenn es nur noch tröpfelt, nehmen sie, ich weiß nicht, was es ist, irgendein Naturprodukt oder was auch immer. Was kann man mit, sagen wir so, mit solchen Sachen erreichen? Mit so einem Naturprodukt? Also, das, du sprichst etwas ganz Wichtiges an. Das ist eigentlich so eine der Hauptthemen überhaupt bei Männern, aber in einem gewissen Alter, ist nämlich nicht nur eigentlich Krebs von der Prostata, sondern die sogenannte gutartige Prostatavergrößerung. Das ist etwas, was fast die meisten Männer irgendwann im Leben entwickeln. Und das führt erstens dazu, oder vor allem dazu, dass der Harnstrahl abgeschwächt ist. Wenn das nur moderat ist, also wenig ist, dann kann man schon mal probieren, mit pflanzlichen Produkten da zu helfen. Es gibt gewisse Hinweise darauf, dass das Sägepalm-Zahnextrakt, dass die könnte hilfreich sein. In vielen Fällen ist das dann doch nicht ausreichend. Also da gibt es noch andere Medikamente, sogenanntes Tamsulosin. Das ist eines von den Medikamenten, die wir ganz, ganz viel verschreiben, viele Leute hier dauerhaft einnehmen und eigentlich auch sehr guten Effekt hat. Also, das ist ein sehr häufiges Thema und meistens auch ein Thema, wo man doch sehr gut helfen kann. Prima. Jetzt gibt es vielleicht noch einen anderen heiklen Punkt. Der Mann, sage ich mal, ich bin da ein bisschen plakativ, der ist vielleicht weniger affin als Frau, um mal irgendwie eben eine Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Wenn jetzt die Frau, die Partnerin, findet, du, es wäre eigentlich gut, wenn du mal gängt bist, wie soll sie das ansprechen? Wie kann man den Mann zur Vorsorge quasi prügeln? Ich will jetzt nicht gerade sagen, sondern motivieren. Ja, gut. Also es gibt wirklich einen Teil, man muss wirklich prügeln, zur Vorsorge zu gehen. Ja, nein. Also man muss natürlich selber überzeugt sein, dass es für einen auch irgendwie einen Vorteil bringt. Man muss es natürlich auch wollen. Sehr typisch ist, was du sagst. Oder? Sie, häufig dann die Frauen noch mitkommen und dann sagen, so, jetzt habe ich unbedingt mal mitgenommen. Ja, da ist er. Jetzt schaut mal. Das ist nicht so selten. Ich finde es so wichtig, dass die Partnerinnen ihre Männer, ihre Partner auch motivieren. Das ist eigentlich etwas Häufiges. Aber grundsätzlich sollte jeder Mann sich ab einem gewissen Alter, dass man sagt, ob man ab 50 ist, sich mal Gedanken machen über Vorsorge und dann auch mal beim Hausarzt vorbeigehen oder auch beim Urolog und sich beraten. So ein Beratungsgespräch muss man nicht Angst haben, dass man jetzt da schon jenste Untersuchungen macht und dann schon Vorsorgeuntersuchungen und erst dann kann man dann eigentlich so quasi die ersten Untersuchungen machen. Wie geht man jetzt da am effizientesten vor? Viele Leute haben ja nicht einmal einen Hausarzt. Ich würde jetzt mal meinen, wenn ich einen Hausarzt dann habe und dort dann auch einigermaßen mich aufgehoben fühle, würde ich wahrscheinlich das dort einmal ansprechen. Ja. Der macht nachher eine Überweisung an den Spezialist, eben einen Urolog. In dem Sinn, wenn man jetzt halt vielleicht keinen Hausarzt hat, kann man sich dann direkt bei euch melden. Beziehungsweise geht es dann lang, bis man dann einen Termin bekommt. Ja. Also das ist jetzt das, was ich empfehle. Wenn die Leute einen Hausarzt haben, sollen wir mit dem Hausarzt einen Termin machen, dann die Kontrollen, schon die ersten Vorkontrollen schon mal machen. Und das ist eigentlich das, was wir am häufigsten erleben, dass wir dann Zuweisungen bekommen von den Hausärzten für die weitere Abklärung, wenn die nötig sind. Aber selbstverständlich kann man sich bei uns auch direkt melden in der Sprechstunde, wenn man das bei uns möchte machen. Bei uns kann man Blutentnahmen machen und die Vorsorgeuntersuchungen in die Wege leiten. Absolut, das kann man. Je nach Versicherungsmodell ist es dann manchmal noch nötig, dass man vielleicht vorher kurz eine Versicherung anruft, ob das möglich ist, direkt zum Spezialist zu gehen und sonst gerne bei uns melden kann. Mhm. Es ist im Vorfeld von dem, was wir jetzt da miteinander besprochen haben, auf der Community, wo wir das Teaser-Attend, ist noch die Frage reingekommen, es hat jetzt nicht direkt nur mit Prostata etwas zu tun, aber da der
November Foundation, wir haben jetzt wieder November, ja, die Aktionen laufen, was kann man von dem halten? Kennst du das beziehungsweise? Ja. Ja, also ich kenne es sehr gut und das ist wirklich auch eine ganz große, das ist die Organisation, die mit dem Schnauz wirbt, oder? Und das ist immer im Monat, wo man die Leute probiert zu sensibilisieren auf das Thema Prostatakrebs und auch probiert Geld zu sammeln für Prostatakrebs Forschung. Mhm. Wir profitieren hier auch direkt eigentlich von diesen Movembers. Wir haben die sogenannte aktive Überwachung, die ich früher schon mal angesprochen habe. Alle die Patienten sind bei uns anonymisiert und freiwillig in einer Datenbank und wir haben Gruppen weltweit. Das heißt, eine von den Themen von den Movember-Gruppen ist, dass sie, und da sind wir jetzt auch involviert, sogenannte grosse internationale Kohortenstudien machen über aktive Überwachung. Und dort sind wir sehr aktiv. Mhm. Also wer sich dafür interessiert, findet das auf der Website und kann sich da einbringen. Ja, so langsam aber sicher habe ich jetzt irgendetwas, oder hast du irgendetwas ganz Wichtiges vergessen, was wir da vielleicht noch ganz gescheit müssen ansprechen? Von meiner Seite nicht. Ich denke, es ist wichtig, dass man weiss, dass wenn man ein Problem hat, dass man sich sehr niederschwellig beim Hausarzt oder auch direkt bei uns darf melden und einen Sprechstundentermin vereinbaren. Das ist sicher nie falsch. Gut, besten Dank. Für alle die, die jetzt noch weitere Fragen hätten aus dem Online oder im Nachgang, man kann in der Kommentarfunktion jederzeit uns das noch schicken und wir werden sehr gerne darauf noch Stellung nehmen.